Ja, jetzt können wir schon mal loslegen. Ich gebe jetzt nur kurz die Chest und dann haben wir jetzt hier alles um. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Ach, 8 Minuten Zeit. Und jetzt könnt ihr eure Blöcke hier mal kurz zerstören. Oh, er geht natürlich sofort der Dan an den großen, riesigen Lucky Block. Mal gucken, was er bekommt. Das ist natürlich sehr interessant zuzugucken, was er eigentlich bekommt hier. Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ui, ui, ui. Oh, da war ein Dao und ein Rageblade drin. Das ist auf jeden Fall, ja, sehr interessant. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Da war Kleinkrankrufterkopf dabei. Mal gucken. Ah, okay, okay. Ein Haufen an Lucky-Blöcken. Lex-Bam. Okay, okay, okay. Gucken wir mal. 2 Raketen auf jeden Fall schon mal im Start, hier sehe ich. Ein Schwert auf jeden Fall. Aber das Schwert, glaube ich, wird jetzt Yoshi nicht mehr so gerade. Oh, die Dings, die Jump-Boot-Stiefel. Auch sehr nice. Gucken wir mal, was da drüben abgeht. Drüben sieht es eher nach ein bisschen Müllblöcken gerade aus, irgendwie. Da ist jetzt nicht das geilste Loot raus, wie ich hier sehe. Karre, na, auch kacke. Geht so. Na, auch kacke. Geht auch so. Das ist schon gut. Mal gucken mal kurz hier drüben. Wie gesagt, da ist auf jeden Fall Yoshi mit einer Angel am Start. Oh, nee, das ist ein Schwert, glaube ich, ne? Das ist ein Schwert gewesen, genau. So, die Purple Lucky Blocks. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Und er bekommt eine Sense. Okay, okay, okay. Er bekommt ein Dao. Okay, hat er schon genug von eigentlich, aber okay. Und er bekommt, das glaube ich, war jetzt sicherlich, genau, ein Bett bekommt er. Ah, ja, gut. Was soll man machen? Ist halt ein Bett, ne? So, wie sieht's hier aus? Jetzt kommen hier auch mal die Purple Lucky Blocks am Start. Okay, da hinten sehe ich ein Shield, auf dem was gerade gedroppt. Und hier sehe ich auch gerade eigentlich nur Plunder. Obwohl, Rageblade, das ist gut. Und nochmal, der glitcht. Ja, kein Plan, wie er das nochmal glitcht hat, aber auf jeden Fall diesen Block sich irgendwie erglitcht. Oder irgendwie das System ist wieder hinterhergehangen. Ist auch jetzt egal. Wie gesagt, da war eh nur gerade Plundermüll drin, deswegen nichts Besonderes jetzt, ehrlich gesagt. So, okay, Giorgio ist auf jeden Fall ready, ist hier unser Kandidat auch ready, der Dan, der hört mich aber gerade nicht, deswegen muss ich jetzt alles hier rein typen in die Runde. Okay, bin ready, dann würde ich sagen, geht die Knüppelei gleich los in 3, 2, 1 und go. Dann knüppelt euch mal, let's go. Mal gucken, also Giorgio macht hier den Anfang auf jeden Fall schon mal, mal gucken, oh, oh, gehen die sofort, oh, Offensive, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, nee, das sieht nicht nach Offensive aus auf jeden Fall. Oh, ja, okay, vergiften wir ihn hier, oh. Ah, ich glaube, das... Boah, das hat ein bisschen gebuggt auf jeden Fall. Das hat man gesehen. Das hat auf jeden Fall ein bisschen gebuggt. Ich glaube, Yoshi will die ganzen Raketen da loswerden. Kann das sein? Ich glaube, er will die ganzen Raketen loswerden. Auf jeden Fall sehr aktives Match auf jeden Fall hier. Ah, okay, er hat sie leicht geboostet mit selber. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt hat Yoshi wieder ein bisschen Platz hier gewonnen. Oh, und damit ist er halt irgendwie raus. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber damit hat auf jeden Fall Yoshi gewonnen. Oh mein Gott, okay, deine Mutter hat gerade gesagt, du sollst aufhören. Ja gut, F auf jeden Fall an ihn, an den Bre. Da hat leider die Mutter einen Strich durchgezogen. So, da ist Dragon Leon. Der wurde auch mal kurz angesetzt, weil die eigentlich Person sich nicht gemeldet hat. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie sich anmeldet. Aber okay, jetzt sind sie hier. Wir gucken mal, die beiden, die dann haben auch wieder 8 Minuten Zeit, hier das zu machen. Wenn eine Partei von den beiden Seiten ready ist, dann in den Chat reinschreiben, ich bin ready, oder bin ready, whatever. Und dann können wir dann schon auch abschätzen, wann eine andere oder die andere Partei auch ready ist. Deswegen gucken wir mal kurz, wie gesagt, wer hier das gleich meistert. Und dann sind wir schon eben, ja, super toll, Halbfinale. Oh, so, er holt jetzt hier die Purple Lucky Box raus. Eine Sicht hat der Dragon auf jeden Fall am Start. Was holt sich noch hier? Er holt sich einen Shellpanzer und, was kommt noch hier? Einen, ich weiß nicht, was es ist, könnte Rüstungsteil, genau, Rüstungsteil sein. Und hier drüben hat er einen Dia-Dao bekommen, wie es aussieht. Oh, hier kommt der erste Huge Lucky Block am Start. Wir gucken mal kurz, was hier gleich rauskommt aus diesem Huge, welche Items genau. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und da kommen... Ah, sieht nach... Das waren Betten auf jeden Fall. So, und da drüben wird auch nochmal ein Huge aufgemacht. Wir gucken mal kurz mal dazu, wie es da aussieht mit den Huge Lucky Blöcken. Und wir kommen hier ein... Mal gucken. Oh, okay. Das war ein guter Huge Lucky Block. Das war ein sehr, 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 sehr guter Huge Lucky Block. Wenn das Luca jetzt nicht verkackt, dann kann er die Rüstung auf jeden Fall bis zum Final Match behalten. Ich hoffe, er hat es nicht verkackt. Oder es wurde auch vielleicht gefixt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, die Leute, die Lucky Block spielen. Also gesagt, ihr dürft alles machen in dieser Arena, außer halt nicht außerhalb der Arena gehen halt, ne, wenn die Kampfzeit ist. Sonst dürft ihr, wie gesagt, hier alles mit den Blöcken machen, dürft euch hochstecken. Ihr dürft dann nicht hier rausfallen, ne. Wer hier an dieser Border rausfällt, der ist dann halt komplett raus schon. Deswegen, ihr müsst da halt schon, wie gesagt, in der Zone bleiben. So, ihr habt noch 4 Minuten Zeit und ich muss mal sagen, falls ihr noch welche Blöcke habt, die ihr aufmachen wollt, wenn ihr alle Blöcke schon fertig habt und ihr seid dann ready, dann wie gesagt, trefft euch in der Mitte und typt dann in ready und dann, wenn ihr dann bereit seid, dann seid ihr dann halt soweit. Ihr habt jetzt insgesamt 3 Minuten Zeit. Wie gesagt, 3 Minuten Zeit habt ihr noch, um hier was zu managen. Der Bot einfach. Ach, ich muss mal ordentlich umstellen. Oh, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ja, damit hat Lukas gewonnen.
Meine Mutter hat... Es ist immer die Mutter, ne? Die Mutter macht alles kaputt wieder. Dann war es, die Mutter hat gesagt, muss ausmachen. Jetzt war es, die Mutter hat mich angerufen. Ach, super. Wir lieben es. Dann sind wir hier schon in den Halbfinalen. Mal gucken, wer es jetzt hier meistern wird. Wer es hier schaffen wird, das Ding zu machen. So, dann könnt ihr jetzt die Blöcke offiziell placen. 8 Minuten habt ihr, wie gesagt, Zeit. Wie immer. Und dann mal gucken, wer sich als erstes hier wieder komplett zerfetzen wird. In ganzen Maßen. Es wird supi-dupi, ne? Ganz genau. So, dann gucken wir mal. Okay, er holt schon den ersten Block. Oh, der Glitch. Ach, Schrott. Perfekt, supi. Da ist ein Schrottblock gekommen. Finde ich auch super. Er hat auf jeden Fall einen Daro hier schon mal. Interessant, auf jeden Fall interessant. Mal gucken, was hier rauskommt. Hier kommt... sieht nach totaler Kacke aus eigentlich. Außer der Speer. Der war gut, aber der Rest war Müll. Der Rest war einfach nur Müll. So, was hat Tommy wieder hier am Start? Oh, das sieht aber... Also, es sieht jetzt bis jetzt schon mal gut aus für Tommy. Ich weiß ja nicht so, was ich verpasst habe jetzt bei Baby Lukas, aber aktuell sieht es sehr gut aus, was die Einzel begibt bei auf jeden Fall Tommy Meister. Das war absolut kompletter Trash. Ja, na, da ist das ein oder andere gute Item dabei auf jeden Fall. Und Tommy, glaube ich, der sammelt hier noch ein bisschen ein. Der sammelt seine Sachen ein bisschen in der Kiste zusammen. Also, ich glaube, jetzt langsam verlässt das Glück irgendwie Tommy, das Gefühl. Aber das hat ja nichts zu heißen. Die Huge Blocks wurden noch nicht angegrabscht. Und ich glaube, von. Oh, jetzt kommen hier die Lilanen. Genau, die haben auch noch voll vergessen. Die Lilanen. Okay, interessant. Ah, da kommt. Hat aber Müll auf jeden Fall dabei gesehen. Und hier auch nur Müll. Obwohl, da kommt noch eins, oder? Ah, okay. Na, ja. Das ging eigentlich sogar. So, Baby Lukas sieht aber ein bisschen arm aus von der Rüstung, wenn es davon angeht. Das heißt, Baby Lukas scheint nicht so gut zu gehen, jetzt bezüglich der Rüstung ein bisschen. Aber mal gucken, der Huge Lucky Block kann es ja vielleicht noch machen. Wir gucken mal, was kommt hier raus aus seinem Huge Lucky Block. Ja, da kam rüstungstechnisch nur Trash raus. Wie sieht es denn hier drüben aus bei Baby Lukas? Was kriegt denn der so Tolles denn aus seiner tollen Huge Lucky Blocks Box raus? Das sah schon... Oh, ja, okay. Ja, okay. Ja, also ich weiß nicht, wie es schwertechnisch bei Baby Lukas aussieht, ne? Aber auf jeden Fall sieht es bei rüstungstechnisch bei ihm hier sehr mager aus. Und er hat noch einen Glitch Lucky Block, sehe ich gerade. Den kann er natürlich auch mal gleich hier benutzen. Mal gucken, was da gleich rauskommt. Vielleicht hat er noch ein bisschen Glück und kriegt sowas ganz Krasses. Oder er bekommt absolut den größten Müll wieder. Ich weiß nicht, aber wir werden es ja sehen. Oh, TNT-Bogen. Nicht schlecht für Fernkampf auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall gut genutzt werden hier im Kampf. Wenn man ihn auch benutzt, ne? Das haben wir ja vorhin gehabt. Da hat einer den gehabt, aber nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob es auf Tommy oder Baby Lukas war sogar. Aber einer hat ja den Bow gehabt und hat den nicht genutzt, leider. Das sieht schon sehr brutal aus. Okay, ich weiß. Ja, das weiß ich, dass du brutal aussiehst. Ja, das sieht auch mächtig aus. Guck mal diesen tollen, gut aussehenden Jungen. Oh, und dann hier drüben. Ja, super. Super Rüstung auf jeden Fall. Das kann, aber bedenkt dann, das hat nichts zu heißen. Das hat nichts zu heißen. Nicht die Rüstung oder das Equipment ist der Sieg, sondern die Taktik ist der Sieg. Und deswegen wird es auf jeden Fall gleich interessant. Ready, okay. Dann würde ich sagen, Fetzerei in 3 zu 1 meins. Let's go, fetzt euch, bekriegt euch, nehmt euch auseinander. Okay, das andere Wort will ich nicht sagen, weil es locker wieder demonetisiert wird. Aber trotzdem, macht auf jeden Fall hier was. Und mal gucken. So, die ersten Löcher werden hier gebuddelt, auf jeden Fall, an der Wand. Und wir werden es gleich sehen, welcher sich das erste Mal vortraut. Hier wird auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, Fernkampf gespielt. Oh, aber, ja, oh, da war knapp. Oh, Blackhole-Attacken hier. Blackhole-Attacken. Oh, er hat sich raus-TP'd. Okay, das kann interessant werden. Oh, okay, er ballert da alles rein. Er backt gerade ein bisschen mit dem Anti-Cheat. Das sieht super aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir hier ganz am Kampf. Das ist auf jeden Fall auf gegnerischer Seite. Hier wird mit vielen Black Holes gearbeitet, auf jeden Fall. Ja, ich sehe es schon. Er wollte sich selbst helfen mit dem Black Hole. Mal gucken, was er bringt. Mal gucken, auf jeden Fall hier aktuell. Es wird spannend. Es wird spannend, wie die Profis hier vor... Oh, wo ist hin? Da ist hin. Es wird spannend, wie die Profis arbeiten. Oh, das TNT, das zündet noch instant, ne? Beim Aufprall. Das ist interessant. Also, auf jeden Fall wird es jetzt ein spannender jetzt hier in den Halbfinalen Runden. Bisschen Schmodder auf den Boden geworfen. Kenne ich, fühle ich, mag ich, liebe ich. Okay, wird so vergiftet, aber... Oh, wird sich hochgesteckt. Mal gucken. Was passiert hier? Was ist hier sein Move? Oh, da, er wurde getroffen. Mal gucken, ob er jetzt hier gleich rauskommt oder nicht. Er versucht, sich hochzubauen. Ne? Denkt daran, wer rausfällt aus der Arena, ist komplett raus. Aber wir sind auf jeden Fall hier gerade hier. Tommy Meister am... Ja, versuchen zum Überleben bei diesen Krähen hier. Aber bis jetzt eigentlich ganz gut so. Er baut nochmal eine zweite Bude dahin, auf jeden Fall. Hier werden auf jeden Fall gerade der ganze Verschleiß von Krähen freigemacht. So, mal gucken. Oh, geht jetzt hier auf Angriff, glaube ich. Na. Mal gucken. Oh, Black Hole. Oh, hier ist Spritz. Und jetzt kommt der Kampf. Hier, kommt sie los. Und wer macht das Ding? Wer traut sich? Und, oh. Es ist ein Kampf, Leute. Baby Lukas hat das Ding hier gewonnen. Oh mein Gott. GG auf jeden Fall an Baby Lukas. Ah, mein Gott. Das war auf jeden Fall eine spannende Runde.
So, und ihr könnt loslegen. Jetzt könnt ihr fighten, jetzt könnt ihr loslegen. Der Erste, wie gesagt, der dann wieder hier den Sieg holt, ist natürlich dann wieder auch in dem nächsten Part vom Viertelfinale. Ich glaube, das war das so drin. Wir haben jetzt hier, glaube ich, das... Nee, das ist das Viertelfinale. Vom Halbfinale, dann so rum. Müsste Halbfinale sein, wenn ich nicht täusche. Oder ich bin einfach nur gerade wieder lost. Und ich verwechsel wieder Sachen hier durcheinander. Aber das ist jetzt egal, denn hier geht's um die Wurst. Hier geht's um den Battle Pass, der für 799 Robux... oder gegebenenfalls den Person schon hat, dann natürlich um ein gratis Kit. Aber wir gucken mal kurz hier, wer das Ding machen wird. Oh, da ist das schon ein ganz gutes Schwert gewesen, aus dem normalen Lucky Block. Ein Voltschwert aus dem normalen Lucky Block. Das sieht schon mal gut aus. Okay, jetzt irgendwo hingeschmissen irgendwo. Aber es ist immer noch im Arena-Bereich, ne? Muss man sagen. Es ist immer noch im Arena-Bereich. Solange er nicht aus der Arena rausfliegt oder die Arena verlässt, ist da noch alles legitim. So wie gesagt, Sir Charlie gerade gegen den Leben Volkinaut. Dann gucken wir hier natürlich das Ding managt, wer das Ding hier auf jeden Fall reißen wird. Oh, wir sehen hier auf jeden Fall eine Angel. Oh, Charlie hat schon da ein bisschen gelunzt. Mal gucken, was sie macht auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine dicke Reihe am Baum. Mal gucken, was sie bekommt. Trash. Na, das geht einigermaßen. Ist nicht so trash. Trash. Auch trash. Das geht so. Ja, geht auch so. Ja, geht. Haben wir schon. Also trash, trash. Trompete. Kann man so sehen, wenn man will. Ein, ja, Shield Potion. Nicht schlecht. Du hast auch gute Items dabei. So, Wolken hat auf jeden Fall hier gerade noch ein bisschen am Einsortieren, glaube ich, gerade eben. Und jetzt kommen hier schon die dicken Lucky Blöcke. Mal gucken, was wir bekommen jetzt hier. Wir bekommen hier ein Black Hole, okay. Einen Hammer, der eigentlich unnützlich ist, also ein bisschen Trash. Und ja, den größten Trash hat gerade bekommen, das ist diese Potion. Und noch ein Glitchblock. Was wird der Glitchblock? Oh, das Diamantschwert. AK, das Holzschwert. Und da unten noch den Huge noch so hinterher. Oh, der rascht jetzt das richtig durch, mal du. Also eine bessere. Okay, da ist. Nicht so. Oh, 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 das war ein guter Lucky Block. Das war ein guter Huge, das kommt aus dem Glitch. Aus dem Glitch kommt das Diamond Sword raus, das Holz Diamond Sword. Und dann hier aus dem bekommen wir. Das kann ein Bett sein oder auch ein Rüstungsteil, das ich schon hat, eventuell. Oh, da war auf jeden Fall ein Rüstungsteil dabei. Die ist auf jeden Fall jetzt Full Void und Volkinaut ist auf jeden Fall nicht Full Void. Und wir gucken mal kurz hier. Ich glaube, sie hat, meine ich, alles, glaube ich, weil sie. Ich glaub, sie ist, glaube ich, ready. Es sieht mir nach aus, als wäre sie soweit ready, eigentlich im Regelfall. Also ich glaube, Charlie wird hier schon das Ding reißen. Ich glaube, Charlie ist schon ready. Die ist schon kampflos, die merkt man schon. Die will das sofort machen. Also Charlie scheint wirklich ready zu sein. Die ist auf jeden Fall safe ready. Und Volkinaut, bist du auch ready? Einmal kurz ready sagen, dann legen wir los. Okay, I can go. Okay, Charlie, bist du auch? Okay, okay. Charlie geht schon sofort los. Die gibt nuts auf alles. Aber ja, gut. Dann fight jetzt schon mal. Also Charlie war jetzt sehr hastig drauf auf jeden Fall. Na, oh, pass auf. Nicht jetzt ausgehen, ne? Nicht ins Ausfallen, ne? Oh, und damit ist er raus. Ja, Charlie hat damit gewonnen. Ich hab gesagt, wer aus der Arena rausfliegt, der ist halt dann, ne, komplett weg. Das heißt, GG an Charlie, weil das war ein bisschen doof von Volki, dass er sich natürlich mit der anderen Area rausgepumpt hat. So, damit ist Charlie eine Runde ganz easy weiter. So, letzte Runde vor dem Finale. Und ich will mal kurz den Leuten natürlich wieder deren Blöcke. Und wenn dann diese Leute natürlich hier, die Person, dann durchgekommen ist, dann wird die auf jeden Fall als Person hier das Ding managen. Die natürlich gehen sofort drauf, das ist super. Das ist sofort machen. Die rushen das Ding hier richtig durch. Das finde ich super, weil dann muss man nicht halt so lange noch warten. So, dann macht man hier. Ihr habt alles bekommen und dann legt man los, was ihr machen könnt. Big Head Potion auf jeden Fall hier schon mal am Start. Er sortiert schon mal ein seine Kiste. Und hier drüben geht's weiter. Eine Sichel ist schon mal sehr gut, eine Potion. Ja. Sieht schon mal sehr gut aus, die Ecke von Yoshi auf jeden Fall. Mini Potion. So, also aktuell hauen sie richtig hier rein. Das ist sehr gut. Wir sehen hier sehr viele verschiedene Items. Sehr viele auch duplizierte verschiedene Items. Aber auf jeden Fall sieht bei Yoshi, also was ich jetzt so random bei Yoshi sehe, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier natürlich eine Big Potion. Sehr viele Potion am Start. Auf jeden Fall auch hier drüben bei Lukas. Mal gucken, ob Lukas das managen kann. Oh, da war ein Glitch-Lucky-Block schon am Start. Oh, jetzt kommen da hier die nächsten Blöcke. Die nächsten Blöcke kommen. Mal gucken. Sichel. Ragebait, sehr gut. Und ja, okay, sehr viele Schwerter. Ja, kann man so gut sehen, wie man will. Das Rage Band auf jeden Fall das Beste. So, oh, kommt schon der Huge Lucky Block. Wir müssen den Huge Lucky Block beobachten. Gucken. Oh, da kam Trash raus. Okay. Und hier drüben? Da kam Trash raus. Obwohl, nein! Da kam eine Void-Rüstung raus. Super. Schon mal sehr gut eine Void-Rüstung. Da ist Yoshi doch schon ein bisschen weniger am Start mit. Aber mal gucken. Vielleicht, wenn das verkackt, dann hat er die gleich nicht mehr. Das kann jetzt genau gewesen sein, dass er sie halt nicht mehr hat. Ich weiß nicht mehr, aber mal gucken. Vielleicht kriegt er hier wieder was raus. Mal gucken, was er jetzt hier rausbekommt. Aus ist ein Huge Lucky Block. Mal gucken, was hier der tolle Preis ist. Ja, da kam nur Müll raus. Okidoki. Das ist super zu wissen. Das ist schön zu wissen. Wie gesagt, die beiden Parteien haben hier noch ungefähr noch schnappe 6 Minuten Zeit. Und was schreibt er jetzt hier gerade? Hab Lost. Hashtag Void-Rüstung. Perfekt. Finde ich super.
Ja, finde ich genauso. Genau, genau. Aber er meint das, was ich gerade angespielt habe, dass er seine Lost, seine Void-Rüstung gerade überschrieben hat mit hier diesem normalen Rüstungsteil. Mal gucken. Vielleicht ist das gut für Gyoshi oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es sehen. Bin ready. Okay. Kloppen in 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Wir gucken, wer sich als erstes kloppt. Wer wird hier jetzt in das Finale eintreten? Wer wird es sein gegen Charlie? Okay, also mal gucken. Hier hat noch keiner sich getraut, die Wand einzubrechen. Aber ich glaube, Gyoshi. Gyoshi hat Bock drauf. Gyoshi will hier fetzen. Ja, die Steel Potion sind wir daneben gegangen. Obwohl, oh, das hat, oh, wow. Okay, das ging schnell. Das ging schnell. Ja, herzlichen Glückwunsch, Gyoshi. Du bist eine Runde weiter. So, jetzt sind wir hier im Finale gegen Charlie und Gyoshi. Und die beiden werden jetzt hier sich den, ja, das alles rausprobieren, was noch möglich ist in diesem Video. Und deswegen, wie gesagt, wir hier werden das kurz noch hier managen. So, jetzt kriege ich mal kurz noch die Blöcke einmal kurz schnell. Erstmal, was ihr bekommt an den ganzen Items. Aber wir gucken, vielleicht, also ich glaube hoch dann, dass Charlie das wirklich managen kann. Charlie hat eine sehr interessante Art, wie sie spielt. Sehr strategisch, sehr hinterdacht und nicht so ein Draufkloppen bis zum Tode. Deswegen, wir gucken mal, wer von den beiden hier gewinnen wird. Deswegen auf jeden Fall interessant. Also ich bin echt mal gespannt, was jetzt hier, also Gyoshi war ja auch ein bisschen zurückhaltend, aber dann doch ein bisschen draufgängerisch, aber Charlie war doch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen zurückhaltend. Also natürlich die Runde gegen Wolken auch nicht so gesehen, weil Wolken ja einfach nur Lost war und sich einfach selbst aus der Map katapultiert hat, also rausgeschmissen hat, aber naja, was soll man machen? Oh, da kam, ja, da haben wir gesehen, da kam ein Glitch-Voltschrott, ein Glitch-Voltschrott auf jeden Fall für Gyoshi hier. Und jetzt mal gucken, was Charlie macht mit dem Huge. Mal gucken, was da so rauskommt. Also aktuell beide Huge hier. Mal gucken, wer von den beiden hier was macht. Und mal. Ah, oh. Okay, sieht gut aus eventuell. Oh ja, das war ein guter Huge Lucky Block. Natürlich für Gyoshi nicht so ein guter Huge Lucky Block. So, wir gucken mal. Okay, Gyoshi holt natürlich hier den ganzen Blockkram aus seinem Inventar raus. Ballert jetzt alles sofort rein. Und wir gucken mal, aber es sieht aktuell. Ja, da ist das ein oder andere gute Item auf jeden Fall dabei. Aber hier, sie hat auf jeden Fall gerade eben wesentlich mehr. Also im Vorteil rausbekommen. Also ich glaube immer noch daran, dass hier, wie gesagt, einer von den beiden das machen kann. Und ich bin dafür, dass Charlie es auf jeden Fall macht. Weil die, glaube ich, die ist. Ah, okay, das war der reinste Müll, den sie bekommen kann. Aber jetzt noch die lilanen. Mal gucken. Okay. Könnte ein Rüstungsteil sein wieder. Okay, zweimal Hammer, nicht so geil. Aber. Oh, das andere Bett auch so, glaube ich, eher mehr. Okidoki. Oder noch ein Doppelrüstungsteil. Kann natürlich auch sein. So, ist Charlie bereit? Ist Charlie bereit? Go. Okay. Jetzt könnt ihr euch fetzen. Abfahrt, let's go. Mal gucken, wer das Ding mit nach Hause nimmt. Ob Charlie ist oder nicht. Oh, was macht Charlie da? Oh. Okay. Interessant. Oh. Das sieht nicht gut aus wie Gyoshi. Gyoshi muss schon den Panzer zicken. Oh, das sieht so eindeutig aus. Das kann man nicht sagen. Black Hole. Okay, die steckt fest. Mal gucken. Das ist ein interessanter Fight. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus mit Charlie. Ist er tot? Er ist tot. Damit hat Charlie auf jeden Fall dieses Turnier hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Charlie, für das erste Turnier, das wir so gesehen hier im Stream geteilt haben. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst dann natürlich hier dann den Battle Pass geschenkt.